Hallöchen, und da bin ich wieder, beziehungsweise sind wir wieder, haben uns gemeinsam zusammengefunden, uns dieses Video anzugucken. Gut, wir haben ja die Verfolgung aufgenommen von Albert. Wir haben... Okay, da ist rechts rum, ich gehe aber gerne mal links rum. Ich will mich einfach nur umgucken. Okay, da ist rechts rum, also ich denke mal... Na komm. Ist er denn hier weitergerannt? Nee, das scheint sogar... Vielleicht sogar ins Haus, ins Gebäude, in das Kontor reingegangen zu sein. Oder? Jetzt wird er mir gar nicht mehr angezeigt. Doch, jetzt wird er mir wieder angezeigt hier. Okay, hier hat er seine Probleme gehabt. Vor allem, da ist wieder das Haar. Da ist ein Lager. Also ich denke mal, diese Dreier mit dem Dach oben drauf und dem Strich durch sind Lagerkisten und das Haar bedeutet, Hauptfall oder um sowas, keine Ahnung. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher mit der Aussage. Eine abgerissene Tasche? Da steckt etwas in der Tasche. Nachricht mit Blutflecken. Levis, bitte gib mir noch eine Woche. Ich habe meine Schulden nicht vergessen. Aber so wie bei allen anderen auch, läuft es im Moment einfach nicht gut. Die Bullen schnüffeln die ganze Zeit am Hafen herum. Wie soll ich da meine Vorräte für die Bar aufstocken? Aber keine Sorge, ich habe gute Leute an der Hand, die mich wahrscheinlich bald regelmäßig beliefern können. Nur noch eine Woche, dann kann ich dir das Geld mit doppelten Zinsen zurückzahlen. Peter. Peter Griffin, ich hab's gewusst, er hat seine Kellerbar hier eröffnet. Das Blut ist frisch. Wer auch immer hier geblutet hat, kann nicht weit gekommen sein. Da hast du wohl recht. Aber bevor wir runtergehen, hier haben wir nochmal... Jetzt. Schießpulver, Alkohol. Hier geht's auch nochmal runter. Die Telefone, das finde ich auch gut. Und nach oben geht's nicht. Also ab in den Keller. Also so viel Blut, wie hier überall rumflatscht, muss man sich mal überlegen. Normalerweise tut man solchen riesen Blutspuren gar nicht folgen. Also normalerweise hat man nicht solche riesen Blutflecken überall, sondern ganz kleine. Und bei dem Regen werden die schon längst weggewaschen. Okay, alles klar. Zahlenschloss. Die Tür gibt nicht nach. Ja, ich möchte gerne das... Achso. Da fällt mir gerade was ein. Ich will es einfach nur ausprobieren, ob es funktioniert und ob das wirklich eine vom Spiel so ist. Ja, das ist wirklich so. Das Spiel will das sogar. Von wegen, du hoffst, dass du deine Waffen hier einsetzen brauchst. Na, lieber Backstein. Das ist der Fischer, das ist nicht Albert. Es sah aus wie ein Facehugger. Ein Einschussloch in der Stirn.
Der Schuss war tödlich und wurde gezielt abgegeben. Und das ist Albert. Nee, da ist er wieder. Kid, was ist denn das? Ein dreibeiniges Mistvieh. Okay, das ist jetzt gerade sehr strange, dieser... Alter. Dieser Linseneffekt ist jetzt gerade sehr strange. Ich glaube, das kam durch das Vieh. Okay, also wieder Gedankenspiele. Finde ich gut. Lewis verließ den Tatort. Ein Barbesitzer hat Lewis bei hat bei Lewis Schulden doch. Nee, das ist schon mal nee. Auch nee. Kann man das wieder zurücksetzen? Aber wie soll denn das zusammenhören? Ach so. Auch nee. Dann war es ja nur noch das Letzte. Lewis könnte sich in der Bar verstecken. Lewis, der Innsmouther, der Albert auf dem Gewissen hat. Woher will denn das jetzt schon wissen? Versteckt sich möglicherweise in der Bar am Hafen von Oakmont. Okay. Lewis wollte Albert womöglich töten. Lewis wollte Albert womöglich nicht verjagen, sondern gezielt töten, weil er ein genau ist. Haben wir noch einen Beweis? Wie gesagt, hier kriegen wir diese komischen Anfälle. Wir bleiben mal hier stehen und gucken mal, wie schlimm das werden kann. Achso, anstatt von hier... Von der Pistole hätten wir auch den Klappspaten eigentlich nehmen können, oder etwa nicht? Okay. Mein Selbstmord. Noch mehr Vision. Ach so. Hätte ja sein. Das. Ein Einschussloch in der Stirn. Der Schuss war tödlich und wurde gezielt abgegeben. Okay, aber wir haben keine weiteren Informationen mehr hier.
Also ich vermute mal, ich soll diesen anderen Typen jetzt gleich suchen. Aber erstmal sagen wir mal ihm die schlechten Neuigkeiten. Oh, wir haben da drin alles gefunden. Es ist grün. Wir haben also alles gefunden. Das ist gut. Aber warum auch immer, dass hier immer noch gelb abgebildet wird. Da haben wir also noch nicht alles gefunden. Da war der Klappspaten. Füllt sich das automatisch wieder auf? Der Schlafplatz des Hundes sieht besser aus als der seines Besitzers. Aber wo ist denn der Hund, bitteschön? Das Buch ist feucht und beschädigt, wurde aber offensichtlich pfleglich behandelt. Ich mache einfach von allen Fotos. Was hältst du davon? Weil ich habe das Gefühl, ich habe noch irgendwie eine Sache übersehen. Man muss enorm viel Kraft aufwenden, um so einen Schrank zu bewegen, geschweige denn umzuwerfen. Mein Kopf! Ich höre immer noch diese Stimmen! Okay. Ich sag ja nicht... Hä, wieso füllen die sich denn wieder auf? Tut! Ah, verdammt. Kann man hier lesen. Neuralin. Ich dokumentiere einfach alles. Wundert mich, dass hier nicht das Foto von jemandem hängt. Ich dokumentiere einfach alles. Und warum? Weil ich es kann. Die Prohibition scheint in Oakmont keine allzu große Wirkung zu zeigen. So sehen also Innsmouther aus. Wieder Rechte oder was? Die sehen wirklich ein bisschen, ich sag mal, verschobener aus als der Rest, aber ist jetzt nichts jetzt Weltbewegendes. Da ist er hier schlimmer. Mr. Throckmorton, ich bin auf seltsame... Was? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hier in der Gegend trifft man ungewöhnliche Kreaturen an. Und sie sind beileibe nicht friedfertig. Das sind Wildbeester, Mr. Reed. Ehrlich gesagt wundert es mich, dass sie noch am Leben sind. Wir haben diese Plagegeister hier seit der Flut. Ich habe Studien in Auftrag gegeben, aber bisher wissen wir nicht viel mehr als zuvor. Sie sind aggressiv, aber glücklicherweise kann man ihnen mit Schusswaffen Einhalt gebieten. Ja, davon konnte ich mich selbst überzeugen. Versuchen Sie, diese Biester zu meiden, wann immer es möglich ist. Und halten Sie stets eine Waffe bereit, für den Fall, dass es Ihnen irgendwann einmal nicht möglich ist. Mr. Throckmorton, leider habe ich schlechte Neuigkeiten. Oh nein. Ich habe Ihren Sohn im Untergeschoss eines Lagers hier in der Nähe gefunden. Es tut mir leid, aber er wurde ermordet. Jemand schoss ihm in den Kopf und versteckte dann die Leiche. Nein. Nein, nein. Ich kann es nicht glauben. Das darf nicht wahr sein. Nein! Mein Beileid, Mr. Throckmorton. Ich hatte gehofft, die Sache würde ein gutes Ende nehmen. Mein armer Junge. Unser Blut, sinnlos vergossen für nichts und wieder nichts. Ihre Beileidsbekundung macht ihn auch nicht wieder lebendig. Sagen Sie mir, dass Sie wissen, wer es war. Ich will dem Mörder in die Augen sehen und hören, wie er um Gnade winselt. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob das wirklich der Fischer Leves ist, aber alle Zeichen deuten darauf hin.
Ich könnte aber natürlich erstmal, ich bin mir nicht sicher, machen. Sollen wir, das ist jetzt wieder eine, das ist wieder ein gutes Spiel, genau eins, was wie ich es eigentlich sehr gerne mag, Entscheidungen treffen. Beide Entscheidungen können für und pro und contra sein. Die untere, ich bin mir nicht sicher, kann dafür sorgen, dass er uns immer argwöhnisch ist. Wir können ehrlich zu ihm sein, aber er wird ihn dann jagen und ihn umbringen wollen. Aber alle Zeichen, alle Indizien, die wir bis jetzt gefunden haben, schließen darauf hin, dass er ihn dort unten erschossen hat. Ich bin mir aber nicht so hundertprozentig sicher, ob das wirklich war. Oder ob dort vielleicht noch eine dritte Person vielleicht noch im Bunde mit war. Ich weiß es nicht genau. Es gibt zwar Verdächtige, aber ich muss weiter ermitteln. Ha! Was für ein Privatdetektiv sind Sie überhaupt? Ein gründlicher. Wenn ich herausgefunden habe, wer der Mörder ist, gebe ich Ihnen Bescheid. Bis dahin wird niemand den Hafen verlassen. Finden Sie den Mistkerl, dann helfe ich Ihnen bei allem, was Sie wollen. Okay, also bis dahin werde ich den Hafen nicht verlassen. Also ich weiß, also wir vermuten es zwar, dass es Levis ist, ich bin mir aber wirklich nicht hundertprozentig sicher, ob es Levis ist. Wie gesagt, alle Indizien weisen drauf hin. Der unterste Kielausgang. Wir gucken uns noch mal um, ansonsten müssen wir halt eben leider Levis dafür zur Rechenschaft ziehen. Also ich hoffe mal, ihr versteht, was ich meine. Für die meisten ist es klar, Levis war das. Wir haben auch keine anderen Möglichkeiten, noch irgendwie was zu finden, denke ich mal. Ich gucke mich trotzdem noch mal ein bisschen gründlicher um. Und selbst diese Aussprache, also die Aussage von ihm, lässt mich eigentlich eher kalt. Mit hier, was sind die für ein Privatdetektiv? Aber es scheint wirklich so danach zu sein, dass es Levis ist. Also vom Skript her. Wie gesagt, ich habe da noch andere Gedanken im Kopf, aber würden wir wenigstens Levis finden und ihn zur Sprache stellen können. Das wäre wenigstens eine Möglichkeit, einen Zweifel auszuräumen bzw. Zweifel zu erheben. Aber da dass er leider auch noch verschwunden ist, scheint es ganz stark, dass er der Mörder ist. Grimhaven Bay. Gut, also ich habe mich jetzt hier nochmal genauer umgeguckt, also hier hinten ist nichts mehr gewesen. Noch weiter hier rum kommen wir leider nicht. Also müssen wir dann Levis wohl anschwärzen, sag ich jetzt mal. Schade eigentlich. Ich habe gedacht, das könnte vielleicht noch ein anderer. Ich habe Ihnen klare Anweisungen gegeben, oder? Ich habe Ihnen klare Anweisungen gegeben, oder? Ich habe schon alles gesagt, was ich weiß. Machen Sie keinen Blödsinn, Neuankömmling. Und lassen Sie Ihre Hände da, wo ich Sie sehen kann. Also gibt's doch noch eine Möglichkeit. Weil, wie gesagt, wir sind auch mit den Gedankenspielen. Ja, das sind die ganzen Beweise, die wir bis jetzt gefunden haben. Das sind die Fotografien. Es gibt auch noch Mythos, alles klar.
Das Problem ist, ich glaube, ich habe mir jetzt gerade ein bisschen selber das Bein gestellt, aber... Es war schon mal vorsätzlicher Mord, aber ich habe hierfür kein Gegenbeweis. Das ist ja das Traurige. Ich habe jetzt dafür keinen Gegenbeweis. Ich brauche den hundertprozentigen Beweis, dass es Lewis war. Jetzt. Trotz seiner Verletzung konnte Albert so hoch klettern. Robert Throckmorton hat wohl nicht übertrieben, als er gesagt hat, Albert sei der Beste seiner Art. Doch noch was, irgendwas. Also ich habe das Gefühl, die Truhen, die spawnen immer wieder nach. Haben wir noch irgendwas übersehen? Weil rein theoretisch haben wir hier drin alle Hinweise gefunden. Wir haben jetzt überall die ganzen Hinweise gefunden. Mit einem gezielten Kopfschuss. Okay. Das war das Biest. Das Biest, das können wir aber auch nie hier scannen oder sonst was. Wir haben ja auch keine Gegenstände. Ist hier noch irgendwas? Aber ich rede mal noch mit der Polizei. Vielleicht weiß die Polizei, ob da irgendwie der Lewis dort vorbeigekommen ist. Die denn hier Hafen absperren. Weil irgendwie muss er ja hier rausgekommen sein. Ich hoffe mal echt nicht, dass ich mir hier ein Bein gestellt habe. Mit der Aussage, ich muss mir ganz sicher sein. Warte mal, da ist ja auch noch einer. Ach, das ist die Bar hier. Alles klar. Haben Sie eine Patrone übrig? Hab seit Tagen nichts gegessen. Haben Sie eine Patrone übrig? Hab seit Tagen nichts gegessen. Irgendwie ist das eine Anspielung, habe ich das Gefühl, auf die Metro-Spiele, weil Patronen werden eigentlich nur erbettelt in der Metro-Reihe als Währung. Sie kommen mir bekannt vor, aber der gute Billy hat sie noch nie gesehen. Okay, ich sie aber auch nicht. Ich komme Ihnen bekannt vor. Ach, cool. Seien Sie auf der Hut. Unten treiben sich Monster herum. Die sind überall. Kommen Sie näher, Sie geplagte Seele. Ich kann Ihnen sagen, was die Zukunft für Sie bereithält. Sie sind so etwas wie eine Wahrsagerin? Ja, mein guter, ja. Oh, ich sehe es ganz deutlich. Ihr Lebensweg steckt voller Überraschungen, Neuankömmling. Ich habe auch einen Namen, bitte. Wirklich? Zum Beispiel? Nicht so schnell, Neuankömmling. Ich sehe viele Dinge. Und einige davon beschreibe ich Ihnen, wenn Sie einen geringen Obolus entrichten. Gut, wie viel wollen Sie? Ein Dollar? Ha! Ihr Geld ist dir nichts wert, Neuankömmling. Seit der Flut bezahlen die Oakmonter mit Waren. In erster Linie mit Alkohol, Tabak und Patronen. Und hier ein Wink mit dem Zaunpfahl. Ich rauche nicht. Ich bin gespannt, was meine Zukunft für mich bereithält. Gut, gut. Ich muss mich konzentrieren. Die See wird in den kommenden Tagen großzügig sein. Sie wird viele Geschenke überbringen. Und viele werden es bereuen, sie angenommen zu haben. Ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Das Neue wird gegen das Alte aufbegehren. Ein eiserner Wille gegen ein kaltes Herz. Ganz gleich, wer gewinnt.
Auch sie werden gewinnen. In einem Käfig aus Eisen und große Säulen, umgeben von den Toten. Ein Rennen, das endet und von vorn beginnt. Und die Zeit selbst lacht nur. Oh wei. Okay, die Zeit ist schon abgelaufen. Wir machen mit der Antwort in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, macht's gut und ciao.